Die neuen Kurse bei WeHorse. Wir erklären dir, was es damit auf sich hat. Wir befinden uns hier auf der Startseite und über die drei Striche oben rechts in der Ecke öffnen wir die Menüführung und können Kurse auswählen. Das führt uns auf die Kursübersichtsseite, wo alle derzeitig 259 Kurse dargestellt sind und uns eine perfekte Übersicht geben über das, was gerade verfügbar ist. Die Kurse aus den verschiedensten Bereichen der Pferdewelt, von Dressurreiten, Springreiten bis hin zu Horsemanship und Western, gibt es verschiedenste Kurse, die wir zusammengestellt haben. Wir gehen nun in die Kategorisierung, in den Filter und wählen über die Filterung Dressurreiten aus, klicken drauf, wenden den Filter an und schauen, was noch für Subkategorien zur Verfügung stehen, um die Auswahl weiter einzuschränken. Heute interessieren wir uns für Dressurreiten und die Grundausbildung. Das auch angewandt bringt uns 63 Kurse von verschiedensten Trainern wie Ingrid Klimke oder auch Dr. Britta Schöffmann und vielen weiteren. Und wir wählen einen Kurs von Britta Schöffmann, nämlich So lernen Pferde Reiterhilfen. Hier haben wir eine Kurzvorschau. Wir sehen, dieser Kurs kommt aus dem Bereich Dressurreiten. Das ist das Zeichen, dass verschiedene Schwierigkeitsgrade bestehen und insgesamt 5 Videos in diesem Kurs sind. Und das sehen wir auch, sobald die Seite geöffnet ist. Dressurreiten, die mehreren Level, die mehreren Schwierigkeitsgrade von leicht, mittel und schwer und die Anzahl der Einzelvideos. Eine Kurzübersicht, was uns in diesem Kurs erwartet, und eine längere Beschreibung. Und bei weiterem Scrollen nach unten haben wir hier die Übersicht der insgesamt 5 in diesem Kurs enthaltenen Videos, die didaktisch, sinnvoll und logisch aufeinander aufbauend sind. Eine Kurzübersicht gibt uns auch hier noch Einblick in das Einzelvideo und mit dem Klick auf den Play-Button wird das erste Video abgespielt. Nachdem wir uns einen Überblick verschafft haben über den Kurs, können wir ihn auch auf unsere Favoritenliste hinzufügen. Dafür genügt lediglich der Klick auf das Herz. Dann wird angezeigt, zu Favoriten hinzugefügt und wir nehmen das einmal unter die Lupe. Unter Meine Favoriten im Menübereich sehen wir, neben dem Kurs Cavaletti Training wurde So lernen Pferde Reiterhilfen von Dr. Britta Schöffmann hinzugefügt. Wenn wir Kurse auch gesehen haben und diese nicht mehr auf unserer Favoritenliste auf den Lieblingskursen haben möchten, können wir auch einfach mit einem relativ leichten Klick auf das Herz diesen Kurs auch wieder entfernen. Und damit haben wir einen sehr guten Überblick, was Kurse sind, die alle Kurseseite. Dort sind alle da. Man kann kategorisieren, man kann filtern auch nach Trainern und genau das finden, was man sucht. Also schau sie dir an, die neuen Kurse bei uns bei WeHorse.com.